Ein kleines Stück Wirtschaftswunder-Idylle. Mit solch beschaulichen Bildern beginnt eine der ungewöhnlichsten Fernsehserien Deutschlands. Schauplatz, ein Tante-Emma-Laden im München der 50er Jahre. Hier beginnt sie, die Geschichte der Fernsehfamilie Zabel. 3,40. Ich hätte gern noch so einen Camembert. Ein fleißiges, biederes Durchschnittsehepaar, angesehen bei der Kundschaft. Hinter dem Laden eine kleine Wohnung und einen Stammhalter gibt's auch schon. Alles scheinbar ganz normal. Doch der Schein trügt. Mutter Zabel verheimlicht etwas. So, das wie geht es denn weiter? Danke. Nicht so gut in letzter Zeit. Danke. Darf ich noch was sagen? Die Filmmutter, gespielt von Cordula Tranto, ahnt, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Zum Beispiel, weil er mit über 2 Jahren einfach nicht sprechen will. Sag mal, Mama. Ihre Ahnungen und die des Zuschauers bestätigen sich. Hier geht's nicht ums Wirtschaftswunder. Dies ist die Geschichte einer Familie, deren Kind anders ist als andere Kinder. Zeitgleich mit Filmmutter Zabel erfährt der Zuschauer, was da anders ist. Walter ist ein Kind mit Down-Syndrom. In den 50ern hieß das allerdings noch anders. Dr. Wedemeyer hat Ihnen doch sicher erklärt, welche Aussichten im Leben ein mongoloides Kind hat. Ich meine, welche Belastungen auf eine Familie dazukommen, dass wir Ärzte ganz wenig daran ändern können. Eine Diagnose, mit der die Zabels alleingelassen und völlig überfordert sind. Ja, danke. Aber da muss es doch Medikamente geben oder sowas. Die erfinden doch heute so viel. Dann muss denn das gerade uns passieren. Und ein neuer Doktor, der hat eben gar keine Ahnung. Bei Dr. Wedemeyer jedenfalls, da war der Junge noch nicht mongoloid. Doch, der hat es uns bloß nicht gesagt. Auf jeden Fall muss dagegen etwas unternommen werden, und zwar so schnell wie möglich, hörst du? Der Junge muss wieder in Ordnung kommen, schließlich haben wir ja den Laden. Schließlich haben wir Kundschaft. Der Zuschauer erlebt in 7 Folgen das Schicksal der Zabels hautnah mit. Von der Diagnose in den 50ern bis zu Walters 21. Geburtstag, Mitte der 70er Jahre. So, mein Junge, schneid mal deine Torte an. Die Einschaltquoten lagen bei 40% und waren damit so hoch wie die der amerikanischen Westernserie Bonanza. Das Down-Syndrom-Kind Walter faszinierte Millionen Zuschauer. Cordula Tranto, die Frau Zabel spielte, glaubt, dass das vor allem an Drehbuch und Regie lag. Die Darstellung sollte ja möglichst authentisch sein. Und vielleicht war das der Grund, dass das eine ganz normale Familie war, die mit diesem Thema, von dem sie vorher nichts wussten, konfrontiert wurde. Und wie sie damit umgehen. Es war ja eine Sendung damals, die vollkommen ungewohnt war. Damals gab es ja eben nur Bonanza und Hänschen Rosenthal und Unterhaltung in purster Form. Aber ein Fernsehspiel, das so ein Thema, noch damals war es ja ein richtiges Tabuthema, ansprach, das gab es gar nicht. Pierre Frank, damals ein gefeierter und gefragter Jungstar, spielte den Bruder von Walters Mutter. Grüß dich, Walter. Hallo, Schwesterherz. Na, wie geht's dir? Gut. Als Filmfigur Onkel Gerd verkörperte er einen, der keine Berührungsängste hat. Als jungem Schauspieler ging es Pierre Frank damals genauso. Zur Vorbereitung auf seine Rolle hatte er eine Woche in einer Behinderteneinrichtung verbracht und sich so in eine ihm unbekannte Welt gewagt. Ich spürte nur noch die Nähe und das Vertrauen. Und das öffnete bei mir auch einen Mantel. Und es gab dann einfach nur noch diese Nähe und Vertrauen. Und da gab es nicht, bist du hübsch oder nicht hübsch oder bist du schön oder nicht schön, oder, sondern da gab es nur, man sah jemand anderen. Und den sah man richtig. So wie man sein eigenes Kind betrachtet. Das sieht man auch nicht, ob schön ist oder nicht schön, sondern es ist das eigene Kind. Und diese Form haben diese Kinder sofort geöffnet. Walter wurde ab Folge 2 von 6 verschiedenen Kindern und Jugendlichen verkörpert. Alle mit der gleichen Genmutation, die nach ihrem Erstentdecker Down benannt wurde und heute auch unter Trisomie 21 bekannt ist. Egal, wer da gerade agierte, das Spiel zwischen Profis und Laien war verblüffend realistisch. Mutti, Walter hat auch was für dich gemacht. Oh, das hast du aber lieb für deinen Bruder gemacht. Das habe ich Nein, Walter gemacht. Hat das gemacht. Oh, ich finde es ja. Das habe ich wirklich gemacht. Es waren ganz normale Dreharbeiten.
mit jungen Menschen, die eben etwas anders sind. Aber sehr, sehr liebenswert, sehr herzaufschließend, sehr zärtlichkeitsbedürftig, sehr humorvoll. Die waren sofort offen. Die wollten einfach. Das ist ganz anders als mit, sag ich mal, mit Teenagern oder Erwachsenen, wo es ganz viele Ängste und Begrenzungen gibt. Die gibt es da überhaupt nicht. Die echten Eltern waren hinter den Kulissen stets dabei und gestatteten auch Einblicke in ihr reales Leben. Denn die Spielserie wollte vor allem aufklären. Deshalb wurde nach jeder fiktiven Folge direkt ein Alltagstipp ausgestrahlt. Wie etwa der Hinweis auf die Organisation Lebenshilfe, die hier bei einer Sitzung gezeigt wurde. Heute nehmen Eltern nicht mehr passiv und resigniert ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Kinder hin, sondern gehen zum Angriff über. Zum Angriff gegen Mutlosigkeit in den Familien, Gleichgültigkeit in der Öffentlichkeit und Uninteressiertheit der Behörden. Dafür haben sie sich eine schlagkräftige Organisation geschaffen. 1958 gründeten 15 Personen in Marburg den ersten Ortsverein. 1974 bestehen 390 Orts- und Kreisvereinigungen. Heute hat die Lebenshilfe über 130.000 Mitglieder in über 500 örtlichen Vereinigungen, über 4.000 Einrichtungen und Dienste und natürlich Möglichkeiten des Arbeitens. Und wenn man sich das überlegt, was aus diesen kleinen Anfängen damals in dem Marburger Wohnzimmer geworden ist, dann ist das schon eine, finde ich, riesige Erfolgsgeschichte. In einer der fiktiven Folgen Unser Walter erfahren auch die Zabels von dieser Hilfe zur Selbsthilfe. Ich weiß, was Sie Tag für Tag erleben. Mir geht es genauso. Aber glauben Sie mir, wenn es uns gelingt, erste Modelleinrichtungen für unsere Kinder zu schaffen, wenn wir den Behörden beweisen, dass es sich lohnt, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für die Allgemeinheit, weil dadurch die hohen Kosten der Anstaltsunterbringung gespart werden können. Wenn wir das beweisen, wird man uns eines Tages unterstützen. Während unseres Besuchs bei Schauspielerin Cordula Tranto erzählt die damalige Hauptdarstellerin von der großen Resonanz auf die Serie, die mehrfach ausgezeichnet wurde. Das war sehr erfreulich, dass diese Serie doch einiges bewirkt hat. Also ich erinnere mich an einen Anruf von Maria Schell, die sagte, endlich wird dieses Thema thematisiert. In meinem Umfeld gibt es auch einen ähnlich gelagerten Fall. Und wie gut, dass jetzt dieses Thema in der Öffentlichkeit in dieser Form diskutiert wird. Auch heute bietet die Serie noch Diskussionsstoff. Das zeigt unser Besuch bei den Milords aus Berlin. Ein Elternpaar, das wie die Zabels einen Sohn mit Down-Syndrom hat. Kirk, 4 Jahre alt. Ich stehe da voll zu und ich bin stolz. Und ja, guck ihn dir an, mein Prinz. Wir schaffen das alles, ne, mein Süßer? Gib mal Papa lieber einen Kussi. Komm mal her. Wenn ich gewusst hätte, wie einfach es eigentlich mit ihm ist und wie schön das Leben mit ihm ist, dann hätten wir uns auch gar nicht solche Sorgen gemacht, wie wir uns vorab gemacht haben. Jetzt ist alles wunderbar und wir sind froh, dass wir ihn haben. Die Milords schauen sich für uns die 40 Jahre alte Serie an. Vater Carsten war erst mal entsetzt. Zum Beispiel über Filmvater Zabel, der in dieser Kneipenszene nur seine jüngere Tochter Sabine erwähnt. Hast du auch Kinder? Ja. Wie viel? Sollen wir auch 5, oder? Nee. Plus 1, eine Tochter. Du, das ist ja fürchterlich. Eine Tochter allein ist wie eine Prinzessin, verwöhnt. Da fehlt noch ein Junge. Stell mich mal an. Gut, ich werde mir Mühe geben. Prost. Egal, was das für eine Krankheit hat, ob es eine Krankheit hat, ob es eine Behinderung hat oder sonst irgendwas. Als Elternteil ist es sein Kind und dazu muss man stehen oder dazu sollte man stehen. Und das ist das Schlimmste, was jemand machen kann, wenn man sein eigenes Kind verleugnet. Das war eine Katastrophe für mich. Sag Mutter nichts davon. Katrin Milord findet sich in manchen Momenten, die Mutter Zabel erlebt, durchaus wieder. Ich hab schon sowas geahnt. Ich habe mich gewundert, dass Walter mit 2,5 Jahren immer noch nicht richtig laufen kann. Aber jetzt warte erst mal ab. Oh, ist der niedlich. Wie alt ist er denn? Gerade ein Jahr.
Mit solchen Situationen war ich auch konfrontiert, dass man dann lieber, um Fragen aus dem Weg zu gehen, auch das Kind halt jünger gemacht hat. Ansonsten liebt sie natürlich ihr Kind, tut alles für ihn und möchte ihn auch fördern. Und genau das mache ich mit Kirk auch. Fördern ist dank vielfältiger Einrichtungen und Angebote heute eindeutig leichter. Und auch die Reaktionen der Mitmenschen fallen im Großen und Ganzen anders aus als noch zu Zeiten der Filmfamilie Zabel. Warte, wir dürfen hier nicht rein. Aber warum denn nicht? Kranken Personen ist der Zutritt untersagt. Das steht in der Badeordnung. Können Sie nachlesen. Guten Tag. Guten Tag. Kleinen Moment, ich bin sofort fertig. Ich glaube, ich komme ein andermal. Wiedersehen. Ja, und die Hauptsache habe ich fast vergessen. Ich brauche noch einen Liter Milch. Walter, was machst du denn hier? Du weißt doch, dass du hier nichts zu suchen hast. Sabine, warum passt du denn nicht auf ihn auf? Der Laden ist kein Spielplatz. Entschuldigung, Frau Söllner, was wollten Sie noch? Einen Liter Milch? Ach, Frau Zabel, lassen Sie mal. Ich glaube, es reicht nur, was ich zu Hause habe. Wiedersehen. Wiedersehen. Also die Aufklärung heutzutage ist natürlich wesentlich besser. Also ich habe im Krankenhaus sofort von der Lebenshilfe, vom Elterntelefon eine Karte bekommen, meinte, wenn ich Sorgen habe, kann ich dort anrufen. Das sind auch Eltern von Kindern mit Down-Syndrom, die können mir in jeglicher Situation weiterhelfen. Ansonsten wurden wir von den Ärzten gut aufgenommen, haben immer alle Informationen erhalten. Er hat ganz schnell einen Kita-Platz bekommen. Er hat eine wunderbare Erzieherin, die alles für ihn tut. Und wir fühlen uns auf jeden Fall nicht von der Gesellschaft ausgegrenzt, so wie es damals leider in dem Film war. Die Zabels brauchen 7 Folgen, um das Leben mit Walter anzunehmen. 7 Folgen, in denen Millionen Zuschauer an die bis dahin kaum thematisierte geistige Behinderung herangeführt wurden. 7 Folgen, in denen es auch um das ging, was Katrin Mielert heute kurz und knapp vermittelt. Jeder entwickelt sich in seinem Tempo, jeder entwickelt sich in seine Richtung. Aber auf jeden Fall hat er eine Riesenfreude am Leben. Und das macht Spaß, dabei zuzuschauen. Der kleine Kirk mit dem großen Interesse für seine Kamera und unser Kamerateam wird seinen Weg gehen. Und vielleicht hat unser Walter ja einen kleinen Anteil daran. Ja, mach mal vom Kameramann ein Foto, ne? Ja. Und vom Tonmann. Und vom Tonmann auch noch mal ein Foto. Ganz ne? Toll. Genau. Ja. Mach mal vom Biggie auch noch eins. Vom Biggie auch noch ein Foto, ne? So, ganz toll. Ich mach auch